Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper. Ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein Video-Shoutcast von mir zu meinem eigenen Spiel in Dota 2. Zu einem Spiel, das ich selbst gezockt habe. Nun ja, wir sehen hier ein Fünfer-Team. Ja, schala, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle schließen. Wir sehen hier Patch, wir sehen Aged Apparition, wir sehen Wraith King, Rubik's Cube und natürlich den Phoenix. Und auf dieser Seite mein Team, Lifestealer, Beastmaster, Disruptor, ich, Tinker und Tidehunter. Eigentlich wollte ich dieses Spiel nicht casten, ja, es war im Nachhinein lustig. Ich wollte einfach mal den Rat von Azurich befolgen und einen Supporter mehr oder weniger auf Carry spielen. Ich wollte Disruptor auf Carry spielen und schauen, wie es funktioniert. Das Spiel war meiner Meinung nach aber doch so lustig oder so interessant, dass ich es nachcasten wollte. Eins vorab, ich werde das Ganze so nachcasten, wie was ich aus der Sicht empfunden habe. Und ich werde es in zwei Teile splitten. Gott, das war laut, das weckt auch jeden auf. Ich werde es in zwei Teile splitten, weil ich gleich noch weg muss und ich nicht weiß, ob ich es dann zu Ende gecastet kriege. Also, Disruptor. Ich werde übrigens meine Teammates, ihn werde. Ne, ihr werdet schon merken, wie ich die nennen werde. Ich wollte zuerst ganz normal als Support anfangen, dann aber weniger Ward setzen und eher auf Piu Piu Piu, Piu 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 gehen. Ihr versteht, was ich meine. Dennoch aber die Standardbild, weil ich mir nicht sicher war, inwiefern die Leute was drauf haben, inwiefern ich dann doch die Supporter übernehmen sollte. Aber eigentlich hat vorhin Tinker ganz laut geschrien: Ich werde die Supporter übernehmen, ich werde sie alle own. Ja, hier. Na gut, habe ich mir gedacht. Nun ja, ich werde, wie gesagt, einfach mal erklären, was ich dachte. Beastmaster hat ganz laut geschrien: Ich will die Last Hit, supporte mich. Hat er nicht ganz so gut funktioniert, ja. Ich werde den Captain unfähig nennen. Nicht Beastmaster, sondern Captain unfähig. Aber na gut, schauen wir uns einfach mal das Game an. Wie verhält man sich in solchen Situationen? Normalerweise, wenn ich Gameplays caste, dann sind das hier immer Live-Aufnahmen. Aber manchmal mit diesen Live-Aufnahmen kann man vielleicht nicht wirklich alles erklären, man kann nicht wirklich auf den Moment eingehen, auf egal welche Art und Weise. Deswegen möchte ich das hier mehr oder weniger tun. Was empfindet man in einem solchen Moment, wenn man mit jemandem auf der Lane ist, der sich wirklich dagegen sträubt, seine Rolle zu erfüllen? Und das macht er ja. Während Tidehunter hier verzweifelt versucht, ein bisschen zu creepen, ja, ein bisschen was zu pullen, wo er mäßigen Erfolg hat, sagen wir so. Was empfindet man da? Zuerst einmal nicht Panikmode gehen, ja, denn ihr wisst nie, ob die Leute was drauf haben oder nicht. Ich meine, in dem Fall von Titan, da merkt man, der kassiert sau viel Damage und macht im Endeffekt nichts. Hat immer noch keinen einzigen Creep-Kill, hat gar nichts, aber hat Damage kassiert bis zum Gehen nicht mehr. Ja, also, vielleicht nicht die beste Lösung. Fokussiert euch. Überlegt euch, was könnt ihr tun und wie kann man aus dem Haufen Müll, dem man jetzt entgegengesetzt ist, etwas Gutes machen. Das ist die einzige Lösung, die man hier treffen kann. Aber ansonsten, das Spiel wird noch sehr lustige Wendungen nehmen, glaubt mir. Ich fand das sehr interessant. Ich versuche natürlich so ein bisschen was Action zu machen. Ich weiß, ich mache massiven Damage gegen Phoenix, wenn ich will. Also mein Held kann das. Ja, eigentlich kann das jeder Held. Und da wollte ich loslegen. Ich mache hier auch schon mit dem Glimpse, Thunderstrike, nicht Glimpse, Glimpse, das andere, jetzt mit dem Glimpse. Und kriegen wir, ich krieg den Last Hit, da kriege ich den Last Hit. Hashtag Svekyolo oder einfach nur Svekyolo. Ich weiß übrigens nie, wieso man meinen Hashtag nicht mit dazu sieht, ja. Meine Raute, was auch immer. Falls das irgendeiner weiß, wieso bei meinem Steam-Namen Hashtag Svekyolo niemals das Hashtag mit angezeigt wird, dann, naja. Pingt auf jeden Fall auf solche Leute wie Tidehunter, die sich nicht mit zwei Helden gleichzeitig anlegen sollten. Also pingt dahin, ergreift einfach Kontrolle, ja? Ergreift Kontrolle über das Spiel, denn bis jetzt sieht das nicht wirklich prall aus. Wir sehen hier Lifestealer 7-2 gegen Patch 8-1. Der ist aber schon einmal gestorben, also immerhin etwas. Sie sind jetzt nicht gerade die großen Experten. Ich meine, Tinker auf der Lane 7-0, 1-3. Wraith King macht natürlich 12, ne? Das ist ordentlich. Ich habe nach wie vor die ganze Beastmaster geschrieben. Er hat die ganze Zeit gesagt: Ich hab's drauf, ich kann das, ich bin der Größte, ich bin der Geilste. Du supportest mich nur nicht genug. Okay, gut, okay. Okay, Bro. Okay. Das ist cool. Da wollte ich ein bisschen supporten, ein bisschen schauen, was geht. Im Endeffekt, meine große Idee war es, mit diesem Helden. Upsala.
Wieso kann ich nicht den normalen Shop aufrufen? Das finde ich ein bisschen vielleicht. So, ist auch viel bequemer. Da. Nee, immer noch nicht. Ich wollte eigentlich die Consumer, die Recommended Items von dem, aber. Nein, na gut. Ich wollte eigentlich auf Dingens gehen. Wo ist das Ding? Auf Rot of Arthos gehen. Und damit eigentlich so viel Damage machen, wie es nur geht. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, einfach mal schauen. Das Spiel war wirklich lustig. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich wollte zuerst Shoutcasten, aber dann dachte ich, aus meiner Sicht wäre es vielleicht ein bisschen interessanter. Ich war sehr frustriert. Ich habe angefangen, sehr frustriert zu werden im Beastmaster. Aber ganz wichtig, bei solchen Fällen, lasst mich nicht aus der Ruhe bringen. Zockt einfach so weiter, wie es tut. Denn diesen Captain unfähig wird man niemals überzeugen können, dass das, was er macht, Müll ist. Deswegen zockt einfach euren Weg. Geht euren Weg zu Ende durch. Ich kaufe natürlich weiterhin mein Magic Wand zu Ende. Jetzt könnte man sich langsam aber sicher was überlegen. Der Phönix. Na, dieser Phönix, ey. Dieser Phönix. Oh Mann, ey. In der Mitte Lifesteal nutzt nicht wirklich, dass er hier mehr oder weniger ungestraft farmen darf. Ich meine, der Patch holt sich die Elo-Rune. Obwohl, naja, ist ja Wurst. Jetzt geht's vielleicht gleich wieder zum Angriff. Wir können es gleich erwarten. Nein, ich vertreibe die einfach nur. Tinker battelt währenddessen die ganze Zeit. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Der hat auch sehr seltsam gespielt. Wirklich sehr seltsam. Ich meine, es gilt nicht sein Laser. Ich weiß nicht, in welcher Holzliga ich da eingestuft wurde, aber das ist echt. Uiuiuiui. War das. Das war. Also, das war ja. Ich wollte mich auch mal wieder ein bisschen meinen Livecast probieren, aber ich weiß nicht. Ich fand das Game wirklich spannend. Kann man ganz kurz zurückspulen, was da eigentlich passiert ist. Dieser Lane. Da ist unser Tinker. Racekin kommt an. Wird hochgehoben von Rubik. Stun! 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 Wie konnte er da denn stehen? Wieso geht er denn hier hin? Alter, was hatte ich für ein Team? Was hatte ich denn für ein Team? Gott, war das fähig. Das ist ja echt voll interessant, das noch im Nachhinein zu sehen. Alter Schwede, was für eine Holzliga wurde ich da reingesetzt? Phönix natürlich mit dem einzig richtigen Item fehlen. Wie gesagt, sehr seltsames Spiel von Tinker, sehr seltsam. Versucht sich hier als Farmer zu betätigen, während er sich eigentlich als Nuker gegen Rubik betätigen könnte, der nur eine Healing Self hat und keine Tangos. Der hat auch so schon keine HP. Rockets und Laser. Rockets auf 2, Laser auf 3. Der wäre jetzt tot, würde blutend am Boden liegen. Aber na gut, ich habe hier übrigens auch Guides gemacht für den, ne? So, jetzt komme ich hier auch angelaufen. Der hat drum gebettelt, dass ich dem helfe. Ich gehe hier hin. Hier ist natürlich ein Ward. Die sehen das trotzdem. Jetzt hier von mir mit dem Disrupt und da geht der Kill auf meine Kappe, da kriege ich den Kill und Tinker bekommt einen Kill. Ich habe keine Ahnung, nicht nur Disrupt, sondern Kinetic Field. Ich nenne die Space immer ein bisschen anders. Und da haben natürlich und ich so ein paar Inside-Gags. So, aus dem allerersten Mal, wo der implementiert wurde, das war mehr oder weniger die letzte Zeit, wo wir dann Dota 1 gespielt hatten. Und da hatten wir uns nicht mal die Mühe gemacht, die Space zu lernen, haben einfach irgendwie genannt. Ja, ich meine, lockere 6-2 für Beastmaster läuft. Lockere 3-0 für Tidehunter läuft, ne? Läuft. 20-0 gegen 31. Also, es ist ja. So, jetzt komme ich hier wieder angelaufen mit Disruptor. Während sich hier zwei Helden sammeln: Phönix, Ancient Apparition. Und wie gesagt, ich wollte auf Carry gehen. Ich wollte auf Carry gehen. Mal schauen, ob ich hier Möglichkeit bekomme, meine Carry-Rolle zu erfüllen. Ich laufe hier hin. Und Glimpse wird gecastet, Glimpse wird gecastet von mir. Die Magic Barrier, leider zu spät, und trotzdem geht der Kill auf meine Kappe. Kinetic Field, nicht Magic, ich sag's ja, ich nenne die Space immer anders. Kinetic Field, Entschuldigung. Und natürlich der Thunderstrike. 3-0 für mich, ich bin auf einem Hattrick. Während sich hier die Helden sammeln. Da ist der Phönix, der ist Ancient Apparition. Ich entscheide mich dazu, nochmal zurückzugehen. Na, vielleicht kann man noch mal hier was abstauben. Doch nicht. Und jetzt hier hin.
Drei Helden jetzt am Start noch mit dem Patch. Es ist eine Situation 3 gegen 3. Ich ping dahin. Ich habe den Patch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte ihn nicht gesehen. Aber jetzt kommt ich angelaufen. Agent Operation hier mitten am Start. Wird hier hart angegangen von mir. Natürlich mit dem Thunderstrike. Da geht der Kill auf mich. Wo bleibt mein fucking Ultimate? Ich habe keinen Mana. Jetzt habe ich Mana. Jetzt kommt mein Ultimate. An dieser Stelle Double Kill für mich. Double Kill für mich. Und der Patch geht drauf. Triple Kill. Triple Kill. Triple Kill. Triple Kill. Ja, ich hab so viel Kills wie Creep Kills. Also 6-0 für mich, gar nicht mal so schlecht. Das Spiel fängt gut an, würde ich sagen. Für meine Carry-Rolle. Und ich war auch schon mal Kane Boots. Wie gesagt, ich habe zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass ich mit sehr, sehr fähigen Leuten spiele, in Anführungsstrichen. I'm not the fucking Carry. Und das Ganze nicht funktionieren wird. Das habe ich mir an dieser Stelle natürlich schon überlegt. Das heißt, was kann man jetzt an dieser Stelle tun? Ich wollte immer noch auf meinen Rod of Arthos gehen. Weil ich das sehr wichtig fand. Ich wollte aber gleichzeitig auf dieses wunderschöne Item gehen. Wo ist das? Uhren. Weil ich bekomme Kills. Ich wollte aber dennoch heilen, weil ich muss die Supportrolle übernehmen. Der Tinker und der einfach alle waren nicht wirklich toll. Und da wollte ich schon, aber dennoch, ne? Uhren ist nicht das defensivste Item, das man sich kaufen kann. Bietet immerhin Stats. Und ganz ehrlich, die zusätzlichen HP und Maga Regeneration, die können auch beim Angreifen helfen. So ist jetzt nicht, ne? Tinker wird wieder gekillt. Mal schauen, wie diese grandiose Aktion gestartet ist. Oder wie das funktioniert hat. Wo ist er denn? Da? Wo ist Tinker? Tinker portet sich hier hin. Und wird sofort gehockt. Das ist natürlich die beste Lösung. Weiß er nicht, dass er da steht? Das würde mich einfach mal interessieren. Ob man weiß, dass er da steht? Nee, das weiß er nicht. Okay, gut, das kann er nicht wissen. Okay, gut, das kann er nicht wissen. Aber... Jetzt müsste es doch eigentlich sehen können, oder? Einfach nur so als Frage. Fogt der Dire? Dann müsste ihn eigentlich müsste man den sehen. Vor allem, ja, hier steht noch ein Ward. Der müsste ihn sehen. Der muss ihn doch sehen. Wieso teleportiert er sich da dahin? Ach nee, das war nicht unser Ward. Aber dennoch, man sieht den. Man sieht den. Eindeutig. Okay, man sieht, ja, das war schwierig. Man sollte aber trotzdem nicht so offensiv rein teleporten. Vor allem nicht, wenn Patch da ist. Übrigens, falls Patch da ist, teleportet immer hinter den Tower. Immer hierhin. Selbst wenn ihr offensiv teleportieren wollt, dann teleportiert lieber hierhin. Denn die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass der Patch irgendwo hier steht oder da steht. Weil hier stehen die in der Regel sehr selten. Aber hier stehen die sehr, sehr häufig. Also, wenn, dann teleportiert hierhin. Oder noch besser in diese Anhöhe hier, weil er kann euch nur von da erwischen. Also, nur so. Aber na gut, wir machen einfach mal weiter. Währenddessen, ich lege mich hier natürlich immer noch mit den beiden an. Hab hier meine herzlichen Probleme. Hey, das war nicht WTF, das hättest du sehen müssen, mein Freund. Immer noch 9-2 für Beastmaster, der eigentlich von mir gebabysittet wurde. Aber der sich vehement dagegen weigert, Creepkills zu holen. Also, vehement. Wir sollten vielleicht mal den Fog wieder normal stellen. Während auf der anderen Seite natürlich der Race King schon mit 46 unterwegs ist. Also, der hat ordentlich was. Ich habe leider gar keine HP. Chicken fängt jetzt an, endlich zu mir zu fliegen. Endlich. Lifestealer kommt hier angelaufen und das ist natürlich die beste Möglichkeit. Rennt 3 gegen 1 da rein, ja? Du bist es. Tidehunter, der hilft nicht mal mit. Alter, in was für einer Liga bin ich gelandet? Holy crap. Ich fühle mich so, als würde ich die Gesetze der Thermodynamik mit einem Kreationisten besprechen. Und jetzt der Ping von mir auf Beastmaster hat sein Ultimate an als Möckchen. Was wird er an dieser Stelle machen können? Agent Apparition, er wirft seine Echse, die nicht treffen. Gar nicht. Herrlich, herrlich. Tidehunter. Oh Mann, ey. Das Spiel war zu geil. Aber glaub mir, es wird noch lustiger. Es ist mir so peinlich lustig. Dann das Schlag von mir einfach nur so, weil ich weiß, ich habe gleich meine Boots wieder leer. Macht mein Damage. Hier ist wieder der Patch. Ich deportiere mich in der Zwischenzeit aber weg. Wollt ihr ein bisschen aushelfen? Und zuerst mal muss man hier natürlich Ward setzen. Ich wusste nicht, dass hier einer ist. Dass die mich auch nicht angegriffen haben. Ich meine, die müssten mich doch gesehen haben.
Naja. Während hier der Go kommt und da geht der Nikes auf den Punch. Endlich das Ultimate von Beastmaster, hat er was getroffen und die haben Kills geholt. Ultimate von Titan hat er zugeschlagen, die haben ja was gerissen, alter Schwede. Was ist das denn? Voll verstört. Ja, aber man läuft dann nochmal hinterher und kriegt nochmal den Kill, sehr, sehr gut. Aber diese Aktion mit dem Hinterherlaufen, das war ja wohl nichts. Oder? 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 Natürlich wird das nichts, alter Schwede. Aber jetzt hier von mir der Go mit dem Ultimate. Beastmaster hat sich noch Phoenix gepont, nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was das sein sollte, ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mich mal Klick gehabt. Also, ich war natürlich nicht derjenige, der Fehler freigespielt hat, aber was wir uns da gegenseitig geliefert haben, das war ja abartig. Aber sieht so aus, als würden wir und könnten wir gewinnen, ja? Sieht so aus, könnten wir gewinnen. Natürlich, Race King macht uns Sorgen, ja? Sieht so aus, als werden wir gewinnen. Und ich kann jetzt spoilern, ob wir gewonnen haben oder nicht, aber das werde ich nicht. Aber natürlich, Race King wird böse. Und ich schreibe die ganze Zeit, wir müssen ihn auffallen. Ich meine, er hat 67 Last Hits und 3-1. Der hat guten Farm. Der hat sehr, sehr, sehr guten Farm. Okay, nicht sehr guten. Er hat guten Farm. Guter Farm wäre 100 Creep Chris, aber... Ja, kommen bald angelaufen. Er immer noch ohne Laser. Das ist nicht sehr Endlaser von dir, mein Freund. Das ist nicht sehr Endlaser. Mein Glimpse hilft natürlich auch gar nicht an dieser Stelle. Leider auch viel zu lang Cooldown. Ich meine, ohne Laser. Da fucke die Fuck. Nein, ey. Ich glaube, ich komme eher vor wie in der Chronik des Versagens hier. Ein Patch unsichtbar. Was kann er hier machen? Schönes Engagement hier von Phoenix und da kommt der Patch. Der Patch gegen den Lifesteer. Nikes versucht sich hier einen Tee zu machen. Was war das denn für eine geile Aktion von Nikes? Hat immerhin was gerissen. Oh, jetzt der Go of Ancient Operation. Da könnte was gehen. Und da wird er gekillt. Nice gemacht. Schön. 7 zu 15. Das heißt, was er macht die ganze Zeit, ist einfach nur getost werden. Und immer wieder seine March of the Machines, mit denen er null Schaden macht, denen er null Farm holt. Und das Einzige, was er macht, ist, er bringt mich in Schwierigkeiten. Das ist so das Einzige, was er macht. Er bringt mich in Schwierigkeiten. Da habe ich ihm auch geschrieben, so, Alter, du zwingst mich zu dir auf die Lane zu gehen, ohne tatsächlich was zu machen. Finde ich jetzt nicht allzu cool von dir. Hey, Strun? Und schön, wir kriegen die Tower, wir kriegen alles. Das nächste Engagement, da kommt Phoenix Ultimate und wird es den Lifestealer kriegen? Es wird den Lifestealer, Ancient Operation wird er kriegen. Und natürlich steht Beastmaster hier rum nach Motto, hi. Der will den noch gar nicht angreifen. Ich meine, er hat Ultimate, wofür? Wofür, ja? Wofür? Brauchst du nicht, setz es nicht an. Das Ultimate war Fail, aber gut, immerhin, die haben ein bisschen was gekillt. Und immer noch kein Laser, wie viele könnte er mit dem Laser abstauben? Er könnte den mit Laser abstauben. Alter. Er wird sterben. Na, er wird nicht sterben. Ich dachte, jetzt kommt noch der Schuss von Ancient Operation. Hat ja gar keinen Cooldown, aber dann habe ich gesehen, Ancient Operation ist tot. Und unter der Erde. Ich bin hier ein bisschen am chillaxen. Hab nicht viel an Laster zu bekommen. Wie auch, ich bin die ganze Zeit am hin und her laufen. Und Feuer ausmachen. Aber The Race King, der ist natürlich am Farben wie ein Monster. Disruptor, ich stehe hier, ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt verhalten habe. Und das ist natürlich das Tragische bei solchen Spielen, wo man keine Ahnung hat, was man tun soll. Meine Idee, zum Carry zu gehen, ist längst wieder verloren gegangen. Ich denke jetzt darüber nach, dass ich mir einen Mechanismus holen muss. Aber in solchen Situationen empfehle ich jedem einfach, konzentriert euch auf das Wesentliche. Konzentriert euch auf das, was ihr alleine machen könnt. Und alleine kann ich versuchen, hier ein bisschen an Kontrolle zu gewinnen. Natürlich, wenn ich nicht so erbärmlich fehlen würde, was Lastes angeht. Aber die machen hier Druck, ja? Die machen Stress. Das ist gut. Wenn Lifestealer natürlich hier alleine sich mit drei Helden anlegt, jetzt mit vier Helden anlegt, ist vielleicht nicht ganz so toll. Tidehunter haut ab vor ihm, das ist sehr wichtig. Ich komme angelaufen, kann auch nichts tun.
Es ist eher so ein Beta-Cringe-Thread geworden. Mehr so ein Beta-Cringe-Video. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute spielen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber eins weiß ich, der Tinker würde viel mehr Kills kriegen, wenn er seinen Laser skillen würde. Da bin ich jetzt auch schon mit dem Headers unterwegs. Wir wollen jetzt pushen. Jetzt, wenn man sich das nochmal anguckt, denkt man sich so, Alter, nein. Aber ich habe immer noch 6-0 und ich suche Helden. Ich suche Helden, die wir rauspicken können. Aber dann habe ich gemerkt, hinter mir ist keiner. Und die versammeln sich alle hier. Und da kann man reingehen, da kann man was machen. Ich bin natürlich noch mit Illusions am Start. So, und jetzt geht's hier natürlich auf Edge of Bridge. Mein Ultimate geht rein und ich krieg den Kill. Wicked sick! Wicked sick! Zap, zap! Oh, Raze King wird hart angegangen. Ich habe aber gar keine AP und Raze King wird eigentlich von Nyx vernichtet. Beziehungsweise hat der die ganze Zeit geschrieben, I got this, I got this. Okay, wenn du das gattest. Und Phoenix was killed. Sehr schön. Und den Tower kriegen wir auch noch. 12 zu 21. Leider Main Target verloren gegangen. Aber wir haben den hart vom Farm abgehalten. Das ist immerhin etwas. 7-0. Das Ultimate tut natürlich weh. Autsch. Was soll man machen? Lifestealer 50 lastet. Naja. 66 lastet für Tinker. Immerhin. Immerhin. Tidehunter immer noch ohne Blink. Dafür mit Arcane Boots. Das viel wichtigere Item. Und Beastmaster mit ganzen 15 Last Hits. Captain Awesome. Und Nike ist natürlich wieder mit den Zweck-YOLO-Aktionen, ja? Alleine gegen 4. Er reißt es, er reißt es. Wird hier nochmal geschaved. Von uns allen. Nochmal der. Da kam nochmal der Shave. Glimps von mir war ein bisschen fail. Das Ultimate von Titan. Immerhin trifft es ein bisschen was. Und da kommt nicht der Kill. Nicht der Kill, leider. Nicht der Kill. Aber vielleicht jetzt all zusammen. Wenn wir vielleicht all zusammen nicht wegrennen würden, wäre das eine coole Idee. Ultimate von mir. Geht natürlich vollkommen rein. Patsch. Kriegt aber beide mit einem Double Kill. Das war ja wohl ein Satz mit X. Na, vielleicht kriegen wir den Phoenix noch gepwned. Ja, greif nicht an, renn weg. Ich bin der Einzige, der angreift. Sehr gut. Dann einfach all zusammen weg. Und ich werde gekillt. Werde gekillt. Nein. Nein. Nope. Cannot deal with it. Can't deal with it. Does not compute. Does not compute. 7-1. Die Legende stirbt. Und das ist das Problem, ja, der Raze King, der macht Sorgen, der macht Stress, der macht Ärger, aber wir geben nicht auf, wir bleiben stark. Zap, 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 zap. Jetzt hat er Blink Dagger, das ist wichtig. Nyx hat er immer noch ohne BKB. Das ist natürlich das große Problem daran. Aber ich, ja, Disruptor. Ich war angepisst. Ich war sehr angepisst. Aber schon auf dem besten Weg Buckler. Wie gesagt, überlegt euch, was ihr tun könnt. Und meine Rolle war dann hier einfach, ja, ich gehe auf Support. Was anderes kann ich da gar nicht tun. Ich meine, was soll ich sonst tun, wenn nicht auf Support gehen? Da kam der Hook. Und ich positioniere, ja, glaube ich, hier ein Ward, weil ich gemerkt habe, okay, gut, wir brauchen Vision. Aber sicher ist ein bisschen schwierig. Ich meine, der Tinker geht natürlich steil. Ja, der Tinker geht steil. Ein Lifestealer versucht hier ein bisschen was sich zustande zu farmen. Ja, die Creme de la Creme an Spielern. Und eigentlich macht das Ultimate von Disruptor übertrieben den Damage. Ja, das macht Ultra Damage, das Static Storm. Und zusammen mit dem Kinetic Field ist das eigentlich Ultra.
Aber man muss halt einwenden können. Eigentlich hatten wir voll das geile Team, ja? Ultimate von Beastmaster, Ultimate von Tidehunter, mein Ultimate, alles ist tot. Aber da musste halt auch mal so ein Titan sich reinblinken und Ulti machen. Danach muss der Beastmaster kommen und währenddessen muss ich kommen. Aber im Zusammenspiel haben wir noch nicht ganz verstanden. Der Hook von Patch wird tödlich geendet. So, und da kommt das Ultimate von Tidehunter und da geht doch alles rein. Mein Ultimate geht da volle Kanne rein. Das Ultimate von Beastmaster kann was machen und ich krieg den Kill. Beastmaster kriegt den Kill, wir kriegen alle die Kills. Da fällt einfach mal alles, da geht noch was, da kann noch einer fallen. Raze King tierisch angepisst, aber da hat natürlich gar nichts mehr. Mein Kinetic Field leider nicht getroffen, da habe ich mal fett gefehlt und sein Armband auf Mordigan funktioniert. Und ich weiß nicht, ob Beastmaster verstanden hat, wie seine Äxte funktioniert. Die kann man über die ganze Range werfen, Keule. Über die ganze Range, aber Tidehunter klärt. Tidehunter klärt und da kommt der Kill. Da kommt der Kill. Wir räumen das Feld auf. 16 zu 25. Und 8 zu 1 für Mr. Awesome. Ja, right here. Und ich dachte, wir haben es. Ja, ich dachte, wir sind die Kings. Und wir waren die Kings. Wir sind die Kings, Mann. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Oh, da habe ich gerade eine wütende SMS bekommen. Wo bleibst du, Homo-Fürst? Ja, sehr nett. Sehr nett. Aber meine Kollegen schauen, glaube ich, nicht zu. Aber falls André zuguckt, danke. Wo ich bleibe, ist, ich caste ein Spiel. Aber das Homo-Fürst war ein nice Touch. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, das Spiel zu Ende zu casten. Ich glaube, ich mache dann einen Cut und lade es in zwei Teilen hoch. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Aber erstmal caste ich, glaube ich, noch ein bisschen. Nur ein bisschen Zeit habe ich. Oder vielleicht nicht allzu ernst. Ich meine, jetzt, wo ich sehe, im Nachhinein, als ich gespielt habe, war das vielleicht ein bisschen weniger ulkig, aber es ist vielleicht mal ganz lustig, das zuzugucken, ja? Einen gewissen Cringe-Faktor. Wie gesagt, wie so ein Beta-Thread. Und der spionierende Falke ist spionierend, ja? Spionierende Falke spioniert aus. Was gut ist, was sehr gut ist. Und jetzt sammeln wir uns hier alle in der Mitte und da kommt nochmal der Tinker. Mit allem, was er hat. Ich meine, da können wir doch was reißen. Stell dich am besten ganz vorne hin, am besten ganz vorne, damit du gehuckt wirst. Und da kommt der Hook und da kommt der Hook. Sehr schön. Ja. Am besten, wir retten den Wall zusammen. Mein Ultimate kann aber eigentlich noch was reißen. Das Raptor kriegt den Kill. Das Raptor kriegt den Kill. Und da können wir was tun, aber der Race King, der räumt natürlich tierisch auf. Da können wir nichts tun. Klar, lauf weg, ja? Lauf weg. Wir brauchen dein Damage nicht. Hauptsache, du rennst weg. Das ist das Wichtigste. Jip. Und da falle ich auch. Kann auch mal Kinetic Field nichts helfen. Aber Hauptsache, du rennst weg. Das ist das Allerwichtigste. Am Geisten war dann seine Argumentation dann. I was OM. Ultra super, also. Das Spiel konnte nicht besser enden, meiner Meinung nach. Es konnte nicht besser enden. Aber noch steht 2026, ja? Wir sind am Gewinnen, wir sind am Rocken. Das ist ja das Lustige an dem Spiel. Also wir trotz allem gewinnen. Oh, dat Ulti! Dat Ulti, though. Dat Ulti, Alter, nein! In was für einer Liga bin ich hier gelandet? 23 Griefkills nach 25 Minuten mit Beastmaster. Nein, also, nein, wirklich. Does not compute. Does not compute. Scheiße, und der Tor, Alter, nee. Wenn er gegen Falsch spielt, stellt euch nicht hier. Das ist ja traurig, ey. Alter, nein. Oh, wir hatten da gehuckt, das Schwein. Ja, doch, der Schwein hat über seinen Besitzer getrauert, Mann. Leichenschändung hier. Wenn sowas wie Totenwache, du. Ja, okay, gut, du bist ja tot. Das sind deine Landsleute, Mann. Baba. Der Schwabter kommt hier angelaufen, ja. Mighty Disruptor. Ja, wir können doch was tun. Da kommt noch was. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Kinetic Field Ultimate wird gedroppt. Der kann sterben und er stirbt. Lifesteal kriegt den Kill. Der hat Ultimate von Tidehunter. Und wir kriegen den nächsten Kill. Lifesteal ist am Ownen.
Ja, dann hinterher, ja. Wer hat noch nicht mehr will nochmal. Leg dich wieder mit drei Helden an. Das ist das ganz Wichtigste. Und Tinker, renn wieder weg. Das ist auch wichtig. Renn wieder weg. Das ist super wichtig. Essentiell. Vielleicht hat er jetzt gemerkt, wie wichtig sein Laser eigentlich sein kann. Greift doch das Ding an. Alter. Nee. Das Ultimate hat tatsächlich was gebracht und er ist. Sehr schön. Weil jetzt wäre so der Moment, um tatsächlich loszulegen. Weil mir kann jetzt im Wurde auch gezündet, wurde alles gezündet. Jetzt im Kinetic Field leider kann der komplett durchlaufen, aber wir können auf jeden Fall mal Phoenix erwischen. Was geht mit Phoenix? Was geht mit Phoenix? Der wird sterben und Phoenix geht drauf. 21 zu 30. Ownage nennt man das. Blutige Ownage. So. Puh. Die Situation ist folgende. Wir sind mit 1, 2, 3, 4, 5 Helden vor der gegnerischen Base. Die Base ist gut bewacht, aber wir haben einen Vorteil. Der einzige Held, der uns gefährlich werden kann, ist Race King. Ich wiederhole und betone es. Der einzige. Das war eine Anspielung auf Onkel Barlow. In diesem Sinne, ich muss jetzt los. Ich gerade die nächste wütende SMS bekommen habe. Und wir sehen uns in so 3-4 Stunden wieder. Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen später hochgeladen. Der Link zu dem nächsten Teil ist entweder unten irgendwo in der Beschreibung oder hier auch als Anmerkung. Aber ich glaube, ich mache beides. Zumindest unten in der Beschreibung für diejenigen, die es über Handy gucken. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und glaubt mir, es geht mindestens genauso witzig weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.